Salo will seine nächste Aufgabe. Nun denn, hier ist die letzte Prüfung. Es ist die Prüfung der Stärke. Beide Herausforderer sind große Kämpfer. Ein jeder der Beste in seiner Kampfart. Der eine im Kampf Mann gegen Mann, der andere im Kampf mit dem Wurfspeer. Ein Kräftemessen wäre immer unfair, auf die eine oder die andere Weise. Da stimme ich zu. Wie willst du dann herausfinden, wer der Stärkere ist? Ich habe entschieden. Die Herausforderer werden ihr Können in der Auswahl der richtigen Waffengefährten unter Beweis stellen. Die beiden Halmax werden gegeneinander kämpfen. Ich hab's geahnt. Geht und bereitet euch darauf vor. Der Kampf wird auf dem Ritualplatz stattfinden. Ja, ich hab's auch irgendwo geahnt. Dann sollten wir jetzt aber trotzdem erstmal noch ein paar Heiltränke uns besorgen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es die gibt. Aber das werden wir schon noch rausfinden. Irgendwo hier muss doch jemand Heiltränke verkaufen. Oh, und apropos, wir könnten eigentlich mal direkt schlafen gehen. Denn unsere Gesundheit ist nicht gerade voll. Und dann können wir auch direkt mal für schöneres Wetter und etwas mehr Licht sorgen. Also hoffentlich. Eigentlich regnet es immer noch. Schade, ich hatte gehofft, es wird jetzt besser. Naja, auf jeden Fall haben wir wieder volle Gesundheit. Tja. Sie geht einfach hier immer weiter. Das nennt man wohl umgekehrtes Moonwalken. Tja, aber sie verkauft ja leider keine Heiltränke. Wer könnte die denn verkaufen? Tja, sie auch nicht. Und? Was hat Dato gesagt? Ein Zweikampf zwischen euren beiden Halmax soll die letzte Prüfung entscheiden. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe für dich. Wenn du das sagst. Ein Kampf um die Ernennung des neuen Chaka. Was kann mehr Ehre bedeuten? Na schön, aber das heißt nicht, dass es mir gefällt. Gut, dann geh und besiege Halmak Daiki. Aber gib Acht, Daiki ist sehr flink. Das Schicksal wird den belohnen. Irgendwie haben wir jetzt alle Aufgaben für ihn gemacht. Das ist etwas blöd, aber naja. Tja, aber ihr verkauft ja auch keine Heiltränke. Ja, das glaube ich dir, ja. Tja, ich habe überhaupt keinen Grog mehr übrig. Oder? Habe ich Grog? Fällt mir mal gerade auf, vielleicht habe ich auch wieder irgendwo Grog bekommen. Den könnte ich dann ja mal direkt ausrüsten. Ja, tatsächlich, guck doch mal. Zumindest ein Grog. Das ist doch schon mal besser als nix. Ja, der Rest stimmt soweit noch. Okay, auf dem Ritualplatz. Aber hier ist noch niemand. Dann sollten wir nochmal mit ihm sprechen, wahrscheinlich mit dem anderen Typen. Aber das war nicht der hier. Muss ich dann erst wieder in den Dschungel laufen, um den zu finden? Oder wo mag der sich verstecken? Yala, yala, Gucho. Ja, ja. Die verkauft mir natürlich auch keine Heiltränke. Das wäre ja auch noch schöner. Da frage ich mich gerade echt, wo die Typen denn sind. Ach so, guck mal, hier ist Hakeke. Dann ist hier ja auch bestimmt. Ne, wo ist der denn? Ja, mit Dara wollte ich jetzt nicht sprechen. Tja. Aber der Typ, gegen den wir kämpfen sollen, ist ja noch nicht da oben. Also ich meine, hier ist ja noch niemand außer ihm hier. Aber das ist ja nicht der, den wir wollen, und der verkauft leider auch nichts, was wir hier haben wollten. Wie blöd. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich wirklich nochmal in den Dschungel, oder was? Nein, ich spüre nicht, wie sie uns nachts den Schlaf rauben. Das wäre ja auch noch schöner. Es wundert mich eigentlich ein bisschen, weil Hakeke ja jetzt wieder im Dorf ist.
Da sollte man meinen, dass sein Lehrling auch wieder da ist, aber entweder bin ich blind oder der Typ hat sich doch noch ein bisschen hier im Dschungel versteckt. Hauptsache erstmal wieder eine Gaganuss finden. Und letztes Mal standen die doch irgendwo hier rum, oder? Vielleicht noch ein Stück weiter. Ansonsten weiß ich aber auch nicht, wo der sein soll. Das ist aber merkwürdig. Kann mal ganz kurz ins Questlog gucken. Ja, gegen den anderen Halmak. Und der hieß ja genau... Daiki, genau. Aber wo ist Daiki? Ich kann mir das nochmal ganz kurz auf der Karte markieren. Da ist er, okay, er ist also wirklich noch im Dschungel. Ich muss hier irgendwie rechts, so in diese Richtung. Ja, jetzt sollte ich eigentlich direkt auf ihn zugehen. Ist ja blöd, dass der sich noch im Dschungel versteckt hat. Ich meine, was soll das denn? Ja, da sehe ich ihn doch schon rumstreifen. Du wirst mich nicht bezwingen, Pirat. Ach ja? Das werden wir noch sehen, Halmak des Hakeke. Das werden wir. Ich erwarte dich auf dem Ritualplatz. So sei es. Na, endlich haben wir den mal gefunden. Dann kann es ja jetzt endlich mal losgehen. Er könnte natürlich auch noch ein bisschen schneller rennen. Komm schon. Ah. Kein Wunder, dass du nicht den Kampf der Schnelligkeit gewonnen hast, wenn du so langsam bist. Dann rennen wir halt schon mal vor. Was soll's? Tralalalala, tralalalala. Durch das Dickicht wird gelaufen. Der Tod fegt über das Land. Und bald schon werden wir ihn besiegen. Ja, ich will ja nur... Ne, also ich will ja nur. Ja, du verstehst auch. So. Jetzt werden wir sehen, was du kannst, Gucho. So sei es. Ja, ich hoffe, das ist jetzt die letzte Aufgabe. Ach, erstmal ein bisschen Smalltalk. Ja, und ich hoffe, das ist jetzt die letzte Aufgabe. Ich hab die Schnauze langsam voll. Was sagst du? Willst du mich beleidigen? Nein, ich meine, ja. Egal. Hau rein, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja! Echt mal. Hör auf, hier rumzuquatschen. Immer dieser Smalltalk. Das kann ich ja gar nicht leiden. Komm, wir stoßen ihn einfach von der Klippe. Das läuft super. Ah, gut. Chani heilt uns. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Ja, okay. Bisher ist der Kampf jetzt nicht so schwer. Nein, wir haben ihn natürlich auch nicht in einer unfairen Position oder so. Und mal wieder die beste Zeitlupe aller Zeiten. So. Na, bist du müde? Na komm, wir lassen den mal ein bisschen ausschlafen. Die letzte Zeit war ja auch sehr stressig für ihn. Wehe, er ist da jetzt festgebackt. Ah, es geht doch. Ich habe verloren? Yep, sieht wohl so aus, mein Freund. Ich gehe zu Hakeke und werde ihm sagen, dass ich versagt habe. Das kannst du gerne tun, da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich werde jetzt zu Salu gehen und ihm sagen, dass ich gewonnen habe. Ich habe Hakekes Halmak besiegt. Ah, das ist... Ja, das ist gut, ne? Ich gehe jetzt zu Datu und sag ihm, dass er dich endlich zum Halbling machen soll. Ich habe jetzt genug von dem Unsinn. Ja, tu das. Ich warte hier. Der Tod fegt über das Land. Oh Gott, der Tod fegt über das Land. Ich glaube, ich mache da bald einen Remix draus. Der Tod fegt über das Land, der Tod fegt über das Land. Und ich glaube, unser Typ hier ist ein bisschen abgefuckt, weil wir immer noch 1000 Aufgaben zu tun haben. So, jetzt sag doch mal an hier. Ich habe Hakekes Halmak besiegt. So sei es. Es ist entschieden. Ein neuer Häuptling ist gefunden. Möge seine Weisheit und Stärke unser Volk ins Licht führen. So sei es. Ja, wir sind mal... Weise Entscheidung. Es war nicht meine. Das Schicksal selbst hat meinen Nachfolger gewählt. Doch nun zu dir. Du hast Mut und Kampfkraft bewiesen. Nun gehört dir das Symbol des Chaka Halmaks der Marakai.
Trage es mit Stolz. Es ist eine große Ehre für dich. Na endlich, her damit. Nee, wir sind natürlich nett. Ich werde das Symbol deines Sohnes in Ehren halten. So ist das Recht. Die Geister der Ahnen mögen dich beschützen. Hier hast du es. Und nun geh in Frieden. Chakahalmak der Marakai. Na also, da ist das Ding. Mächtiges Artefakt. Ich beneide dich um die Ehre, es tragen zu dürfen. Ja, das ist schon eine ziemliche Ehre. Und zwar so eine große Ehre, dass ich jetzt erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause machen werde. Kaono, Miyamotao. Ah, natürlich muss wieder irgendwer dazwischen quatschen. Und dass ich dann einfach in der nächsten Folge mal gucken werde, wie es weitergeht. Vielleicht sammeln wir dann ja endlich die Chilischoten, die noch fehlen. Vielleicht aber auch nicht, wir werden sehen. Auf jeden Fall würde ich mich jetzt verabschieden und sage dann bis zum nächsten Mal. Ciao.